Hallo, schön, dass ihr da seid. In der letzten Folge habe ich hier eine Abkürzung freigeschaltet zum Stargazer. Und unter mir hört man schon den dicken Typen mit seinen Stachelarmen. Den Stachler hört man hier schon rumlaufen. Da ist er. Willkommen im Mo Monat Wohlfahrtshaus. Monat, genau so hieß das, der Bezirk hier. Oh Gott. Ich hab so. Er haut durch die Wand. Guckt euch das an. Alter, das ist. Der hat auch so seltsame Angriffspattern, der Junge. Boah. Machen wir den mal weg. So. Danke. Jetzt kann ich mich mir ein bisschen ruhiger bewegen. Kann ich hier eine Tür aufmachen? Nee. Draufhauen? Nee. Die kotzen da. Da oben gammelt eine rum. Kommst du jetzt her? Autsch. So, was geht hier noch? Prachtvolles Ergo-Fragment. Sternfragment. Ich glaube, da oben hinter mir geht's weiter. Ich bin mir aber nicht sicher. Es könnte auch hier weitergehen. Ah, ich glaube, hier komme ich das derselbe Weg, oder? Oh, hier ist ein Bosskampf. Ah, na dann. Okay. Ja, dann werfen wir doch mal einen Blick rein. Let's go. Oh. Bier. Bier von euch. Ein Hase, eine Katze, ein Eimer. Nee, das bist du auch ein Häschen. Du bist gar keine Katze. Okay. Lügner. Vier? Nee. Ihr seid alle vier seid Hasen. Ach so, ja, die heißen auch irgendwie Rabbit Gang oder so, ne? Oh, shit. Aua. Okay. Ältester der Bruderschaft des schwarzen Kaninchens. Genau, schwarzes Kaninchen. So, das war der Name. Oh, vier von denen. Okay. Nee, der lebt noch, der Dicke. Der Dicke lebt ja noch. Eigentlich wollte ich unten noch mal in die andere Richtung gucken, aber das hat sich jetzt erledigt. Ha, boah, vier Leute. Puh, gut. Also, dann schauen wir mal.
Oh, Junge. Boah. Okay, also ich muss 4 Leute besiegen, die wahrscheinlich einzeln in die Arena kommen. Also wahrscheinlich kommen zwischendurch auch Phasen, bei denen ich gleichzeitig mehrere killen muss. Okay. Da war direkt der Dicke vor der Tür. Ja, das heißt jetzt erstmal ein bisschen üben, hm? Alter. Ah, dieses. Okay, ja. 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 Ja, okay. Ja. Junge, Junge. Oh Mann, ey, wie schnell der mit seinem Riesenprügel zuhauen kann. Aua, aua. Ha. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Ach man. Ich soll es mir vielleicht erstmal angucken, ohne direkt anzugreifen, sondern eher schauen, wie seine Angriffsmuster sind. Weil der Weg dahin so weit ist, dass ich ein bisschen mehr lerne bei jedem Hinlaufen. Ja, ich hab's probiert. Nee. Ich dachte, vielleicht kann ich ihn mit einem kritischen schnell killen oder so, aber nee. War nix. Ja, die anderen beiden, die hätten mir wahrscheinlich geholfen. Hier jetzt bei dem Bosskampf irgendwie einen übernommen oder so. Vermute ich. So, jetzt gucken wir doch mal. Also, blocken. Der springt nach vorne, okay. Zu spät. Alter. Oh Mann. Und dann kommt der nächste runter. Uff, 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 uff. Ich werde mal Wurfobjekte mitnehmen. Ich meine, wofür habe ich's denn? Was haben wir denn hier alles so? Verbrauchsmaterialien, Wurfobjekte, Sägeblatt.
Scharfes Rohr. Ich habe gar nicht so viel. Termit. Nur von diesen Sägezahnrädern. Aber die sind jetzt Wurfkugel. Erheblichen Schlagschaden. Kann Überwältigung verursachen. Die geworfen werden kann. Sie fügt jedem, der sich in der Nähe des Aufpralls befindet, kontinuierlichen Schlagschaden zu. Durchbohren Schaden. Hieb, kontinuierlich Hiebschaden. Ich probiere einfach mal irgendeins. Und ein bisschen anzünden kann ich ihn ja auch mit meiner Flammenberge. Oh. Oh je, da sehe ich jetzt heute, weiß nicht, ob ich da ein Ende sehe, weil die, wie gesagt, zu viert sind. Vier Stück. Oh, die Reichweite auch, die er hat. Spät, echt? Der letzte kommt einen Ticken später. Alter! Ich... Au. Ey, ganz ehrlich, das sind mir große Bosse. Die erstmal, die alleine sind lieber als vier kleine. Boah. Au, da habe ich keinen Spaß. Da sehe ich meinen Spaß jetzt nicht so richtig in diesem Bosskampf. Schwierig. Und wenn ich ihn kann, dann muss ich neue lernen. Alter, block halt! Zu früh, ey. Victor, grüß dich. Hi. Schön, dass ihr alle da seid. Danke fürs Einschalten, Leute. Sieht aus wie der kleine Bruder vom Pyramid Head. Ja, da gibt's noch einen, der hat auch einen Eimer auf dem Kopf. Boah, ey, wow. Der mit dem Eimer ist der spezielle Bruder vom Pyramid Head. Oh ja. Jawohl. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Yeah.
hasse es, gegen so schnelle Gegner zu kämpfen. Ich hasse es so sehr, gegen so schnelle Gegner zu kämpfen, Leute. Ich bin doch alt. Ein bisschen. Ich bin älter, sagen wir es so. Manch einer würde behaupten, ich gehe auf die 40 zu. Leute. In keinem Dark Souls waren das coole Kämpfe. Ah, und dann dieses wüste Pattern, das er hat. Vor jedem Angriff immer dieses Päuschen, das dann noch kommt. Dann drückt man auf Verteidigen und dann ist man eigentlich aber zu früh, weil er ja vor dem Zuschlagen noch so ein paar Frames Pause hat. Fuck off, ey, ohne Scheiß, Mann. Hab ich einmal Head verpasst. Ich komm nicht mal über den ersten drüber. Ich komm nicht mal über den ersten drüber. Den einmal Head, den hat man nur in der Intro-Szene des Bosses gesehen. Ey, ich habe nur angemerkt, dass böse Zungen behaupten würden, ich gehe auf die 40 zu. Ich kann solche schnellen Bosskämpfe einfach physisch nicht mehr ausüben. Meine Finger sind zu langsam dafür. Dafür sitzt die Frisur, echt? Gut sehen, eigentlich nicht, aber egal. Ah, der letzte, dass der so fies spät kommt, ey. Ja, ist ja gut. Ein Geben und Nehmen, ja, danke, danke. Oder so ähnlich, keine Ahnung. Parry machen? Nein, aber es gibt einen perfekten Block. Den versuche ich ja die ganze Zeit. Ich kann ausweichen, ja. Ich könnte auch ein bisschen mehr ausweichen spielen, aber das Ausweichen kostet mich halt Ausdauer, der perfekte Block nicht. Und ich bin eigentlich ein Riesenfreund davon, diesen perfekten Block zu machen, weil es schon echt verdammt cool ist. Aber dafür muss man. Ja, perfekter Block ist Zero Damage bei mir. Wenn ich nur blocke, kriege ich so einen halben Schaden. Also wenn ich. Dann siehst du oben, die Leiste geht runter. Und den kann ich mir dann wieder hochheilen. Alter, weg, 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 lass mich. Und den perfekten Block, der ist auch für die roten Attacken, musst du einen perfekten Block machen, dass die rote Attacke nicht durchkommt. Alter. Und dann kann er so nach vorne sausen. Boah,
das dauert jetzt, Leute. Stellt euch auf was ein. Das dauert, bis ich das drin hab. Okay. Und erneut. Hallo. Dicker Stachelmann. 5 Folgen Kaninchenbruderschaft. Let's go. Sepp, grüß dich. Auch an dich. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle da seid. Es freut mich jedes Mal. Oh Gott. Nein. Ich hab doch erst in Dark Souls so einen Blödsinn mitgemacht. Oh. Ey, und dann wird er, manchmal wird er schneller, manchmal wird der Schlag langsamer, manchmal... Oh. Bitte nicht 5 Folgen Kaninchenbruderschaft. Ich hab doch erst 8 Folgen Rauchritter hinter mir aus Dark Souls 2, Leute. Das geht nicht. Ach, der Viktor. Warum? Einmal jonglieren, dann läuft's. Oh. Ja, wenn's jonglieren laufen würde, ne? Bitteschön. Wärmt die Muskeln und Hand-Augen-Koordination auf. Tada! Genau, ja. So. Moment. Also, einmal einen Meter näher hin. So. Scheiße. Warum? Warum? Hau ab! Geh weg von mir! Boah, ihr seid doch Schweine, ey! Ihr seid echt Schweine! Das ist eine Riesensauerei! Aber so weit bin ich bisher noch nie gekommen. Leute, Leute. Eieiei, und dann hat sie auch noch irgendwelche Sternchen dabei. Sie macht immerhin nicht so viel Schaden. Sie ist einfach nur super nervig.
Und schnell. Super nervig und verdammt schnell. Boah. Ist sie jetzt abgehauen? Sie ist abgehauen. Der nächste. Fuck. Oh, weg hier. Scheiße. Da ist der Eimerkopf. Ja. Oh, aua. Schweinerei. Fuck you. Uff. Boah, ey. Das geht ab, ey. Der Eimerhand. Jonglieren hat geholfen. Ja, stimmt. Stimmt. Ich bin auf jeden Fall... Und ich habe mich anders hingesetzt. Das ist auch immer ein Ding. Noch 5-mal jonglieren, dann gewinne ich. Nee, Leute. Ich muss ja auch üben. Am Boss. Aber was ich jetzt tun werde... ist auf jeden Fall sofort meine Axt anzünden. Ich denke, Elektro würde... Vielleicht, warte mal. Vielleicht gehe ich ein bisschen auf Elektro. Ah, den kann ich jetzt hier nicht ändern, ne? Aber ich könnte statt dem Sägeblatt noch die Elektro-Dinger reinschmeißen. So. Wir werden sehen, ob es hilft. Er hört einfach nicht auf, auf mich einzuprügeln. Scheiße. Yep, das war eine Elektroladung verschwendet für gar nichts. Und er hört aber auch nicht auf. Bong, 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 bong. Dickes Schwert in die Fresse. Dickes Schwert in die Fresse. Uft, 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 uft. Entschuldigung, es überkam mich ein bisschen. Kennt die Kombos aus Tekken und Street Fighter zusammen? Ja, vielleicht. So ein bisschen. Ich finde es erstaunlich, dass er mit diesem Riesenschwert so agil ist. Wenn ich mein Riesenschwert auspack, bin ich gar nicht mehr so agil. Ich habe mir nämlich eins rausgelassen. Ein riesiges Schwert. Aber wenn ich das nehme... Oh, buff. Oh, buff. Oh, buff. Wait. Ich habe da so eine Idee. Verwandeln. Was macht das? What the fuck? Danach wird's zum Speer. Und nach der Verwandlung hat's irgendeinen Bonus. Sammle die Kraft für starken Schlag, hatte Angriffskombination, um einen stärkeren Angriff zu aktivieren. Verwandelt die Länge des Griffs. Nach der Verwandlung ist der Ausdauerverbrauch vorübergehend reduziert. Es war mir schon klar, dass ihr an was anderes dachtet. War ja auch so beabsichtigt. Ja, das war dumm, dass ich dreimal zuhauen will. Nein, shit.
Oh nein, das war jetzt auch nicht das, was ich tun wollte. Egal. Okay, jetzt habe ich auf mal sonst was geguckt, nur nicht dahin, wo ich hingucken wollte. Ey, lass mich deinen Kumpel hauen, bitte. Lass mich deinen Kumpel hauen, bitte. Ja, danke. Sehr gut. Das war wichtig. Oh, fuck. Okay, also ich habe gelernt, ich darf dem Dicken nicht so viel Schaden machen, sonst muss ich gegen drei kämpfen. Und zwar bei 75% kommt die Kleine, bei 50% kommt der Eimerhead und bei 75%, bei 25, ihr wisst, was ich meine, alle 25% kommt einer der anderen dazu. Das habe ich gerade gelernt. Ich dachte, es wäre vielleicht anders. Aber nein. Also erstmal die Kleine klatschen, wenn die Kleine kommt. Vergiss alles. Es ist unglaublich. Ja, genau. Der Große läuft dann langsam auf mich zu und macht einen anderen Angriff, dem ich viel einfacher ausweichen kann. Das war mir vorhin auch schon aufgefallen. Der macht dann so einen Sturmangriff und wenn der Sturmangriff kommt, weiche ich einfach ein paar Mal aus, dann trifft er mich nicht mehr. Und derweil kann ich die Kleine vermöbeln, bis sie weg ist. Wäre natürlich geil, wenn ich sie gleich auf 0 runterprügeln kann. Ich weiß nicht, ob das ausschlaggebend ist. Das eine Mal ist sie abgehauen, da war sie nicht auf 0 unten. Und das zweite Mal jetzt, ich weiß nicht, ob es nicht gereicht hat, dass sie doch noch ein bisschen Leben hatte, aber sie ist mit 0% dann weg. Lass mich mal aus der Ecke raus, bitte. Danke, sonst wird das nämlich echt unfair. Das war einmal zu viel geheilt. So, kleine Lady. Okay, also ich kann sie auf 0 runterprügeln, das bringt halt nichts. Sie kommt trotzdem wieder. Oder sie stirbt nicht zu 100%. Damn it. Ah.
Okay, also es bringt nichts, die Kleine komplett zu verprügeln. Ich muss sie nur so weit verprügeln, dass sie halt wieder abhaut. Boah, aber der Große, ey, dieses flinke Riesenschwert, das ärgert mich ein bisschen. Das ärgert mich ein bisschen. Gut, dann ist es auch nicht so geschickt. Ja, doch, das kann ich machen. Die Axt anzünden, wenn die Kleine da ist, glaube ich. Ja, also das hat, muss ich nicht perfekt blocken. Angriffe gehen da auch. Das ist, ich weiß nicht, wie das hier heißt, aber sobald der Gegner unten, du siehst dann, wenn die Leiste von ihm leuchtet. Ach, was probiere ich denn? Fuck. Warum? Ich weiß doch, was kommt. Das ist jetzt der Finisher-Move quasi. Aua, ich konnte nicht ausweichen, warum auch immer. Sie haben mich nicht, ich darf nicht ausweichen. Scheiße. Ah. Ich habe aber am Anfang auch schon meine gesamte Heilung verbraucht, ne? Boah, aber es wird besser. Es wird besser von Mal zu Mal. Ich komm klar. Ich darf jetzt nur nicht am Anfang so viel Heilung verbrauchen. Ich kriege auch seine Überkopfangriffe geblockt. Ja, das läuft, das läuft, das läuft. Ich hoffe, dass es nicht 5 Folgen werden, wie Sepp das angekündigt hat, aber... Wird auf jeden Fall, es wird. Mir ist gerade eingefallen, dass ich ja auch gesagt habe, ich zeig euch mein Riesenschwert. Oh Mann, ja, ganz so krass war es nicht gedacht. Ah, da reicht meine Reichweite nicht. Ich habe schon wieder so viel Heilung verbraucht, ne? Das hat wieder nicht gereicht. Jetzt aber. Ah, diesmal war er nicht mehr. Er war schon wieder in Balance, der Gute. Scheiße. Oh, ich habe seine Waffe kaputt gemacht. Nice.
Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen dämlich. Aua, Leute, wartet doch mal, bis ich meine Waffe angezündet habe. Schwede. Du kleiner, dreckiger Misthase. Nein, oh, schade, aber zumindest... Damage war auch halbiert, echt. Aber ich habe zumindest den zweiten, der dazu kam, jetzt besiegt. Nicht mehr das Häschen, sondern also die Lady, das sind ja alles Hasen. Die sollen schwarze Bruderschaft des schwarzen Karnickels oder so ähnlich. Ritter der Kokosnuss-Meme bitte hier einblenden. Wo ist denn das Monster? Versteckt es sich hinter dem Kaninchen? Es ist das Kaninchen! Wie habe ich jetzt sein Schwert kaputt gemacht? Perfekte Blocks wahrscheinlich. Perfekte Blocks auf dem roten von oben Zuschlagangriff, ne? Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, was meine Spezialmacht von dieser Axt. Da bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen. Alter! Wow, aua. Aua. Leute. Könnt ihr bitte ein bisschen chilliger machen? So, jetzt... Nein! Oh, da kam der Dicke von hinten. Mann! Ich hasse es, gegen Wände gedrückt zu werden, weil ich ausweichen muss. Ja, so. Ja, jetzt können wir noch mal, Dicker. So. Mist. Die Roten. Fuck you, man. Ah, ich bin nach diesem kleinen Zwerg wieder so raus vom Timing mit dem... wenn der mit seinem dicken Schwert dann wieder loslegt. Uff. Ich könnte natürlich auch versuchen, die Kleinen zu ignorieren, aber ich glaube, das ist eine schlechte Idee.
und nur den Dicken angreifen. Aber ich glaube wirklich, dass das eine schlechte Idee ist. So, aber ich glaube, ich zünde direkt. Zünde sie einfach direkt an die Waffe. Ey, ohne Witz. Hoppala. I'm ahead. Oh, fuck, da kam der andere auch noch zwischen rein. So, wer von euch will jetzt? Du hast Bock, ne? Und zwischen rein kommt mal der... Alter! What the? Okay, er teleportiert sich durch. Puh, Leute, 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 Leute. Alter, aufs Maul. Ja. So ist das, wenn man in die Ecken gedrückt wird. Okay, alles klar. Oh, jetzt kommt der noch dazu. Ihr wollt mich doch verarschen. Ja. Boah. Die Ingame-Kamera ausgetrickst. Ja, er hat sich durchs Dach durch. Da ist sein Moveset einfach an der Kollision der... des Levels hindurchgegangen, weil sein Moveset das so bestimmt hat. Okay. Ich weiß jetzt nicht, warum der dritte, also der vierte in dem Fall, so früh dazu kam. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Und ich werde jetzt die Kleine ein bisschen anzünden. Oder vielleicht auch den anderen, weiß ich noch nicht. Ich hab die. Bei dem Moveset habe ich einfach noch nicht raus, wann ich blocken muss. Da, bei dem. Keine Ahnung. Wo, wenn er so komisch und sich dreimal um die eigene Achse in die falsche Richtung entgegengesetzt, nach vorne und nach hinten. Ganz keine Ahnung. Keine Ahnung. Das habe ich noch nicht drin, wann ich da blocken muss. Deshalb sollte ich vielleicht einfach. Gar nicht versuchen, perfekt zu blocken, sondern den vielleicht hinnehmen. Wenn er sich so hinstellt, einfach blocken. Also ich habe eine Waffe, von der ich weiß, dass die sein Schwert kaputt machen kann.
Die hat so einen perfekten Block-Trigger am Griff, die eine Waffe kaputt machen kann. Der letzte, der immer ein bisschen später kommt, ist so nervig. Okay. Boah, krass. Krass. Die sind heftig. Der Weg zum Bock ist es nicht so lang. Ich finde den lang tatsächlich. Da gab es auch schon kürzere Wege. Ich finde den relativ lang. Aber man ist gleich da. Also man muss sich nicht mit irgendwelchem Scheiß rumschlagen. Zwei Gegner, die einen nicht treffen, ist absolut okay. Da habe ich schon viel Schlimmeres gehabt. Absolut okay. Und jedes Mal dieser Satz von ihm. Na, der zweite war zu viel. Warum versuche ich es denn nochmal? Ey, nein, 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 lass mich sie ansehen, bitte. Danke. Anzünden. Anzünden, it is. ich sollte mal schauen, ob ich sie irgendwie in eine Wand reindrücken kann. Brenne! Brenne! Ah, warum hau ich dreimal zu? So, jetzt zu dir. Boah, das ist auch so eine miese Nummer hier. Er ist weg, oder? Ja. Okay. Fuck. Ja, Waffe kaputt. Oh shit. Ja, die macht echt weniger Schaden, wenn sie kaputt ist. Nee. Ich will dein Brüderchen. Ey, nee. Ey, lass mich. Ach Mann, ey. Komm jetzt. Hör auf, Mann. Weißt du, dann muss danach so ein Samurai-Affe kommen, ey. Ach, das kannst du auch noch.
So nämlich. Oh oh, nein, 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 ich muss was anderes tun. Ich kann nicht. Moment, Leute, ganz kurz. Ich muss mal Waffel schleifen, tut mir leid. Nee, nee, warte kurz. Huhuhuhu. Na, fuck. Oh. Damn it. Ah, das war gut. Das war gut. Und mit diesem doch recht guten Versuch gehen wir aus der Folge raus und machen einen schönen Cliffhanger, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Also schaltet wieder ein, wenn es heißt die Bruder des Pyramid Head. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.